Willkommen zu der nächsten Folge von Digital Jungle Heat, Jungle Jungle Bug. Heute, meine lieben Freunde, geht es wieder ans Fumble. Ist so kurz nicht, weil ich habe ein Fumble bei GIMP gemacht und das Ding ist immer nicht reingegangen. Wir sind hier weiter am Maum Farm bei Jungle Heat. Mit Falken und einem schönen Dschungel. Sturm. Eisensturm, ich nehme aber gerne Dschungelsturm. Am Mauern farmen hier mit dem Dumm. Dumm. Wir haben eine Hardcore-Ausrichtung, Ausrichtung jetzt vom Angriff zum Angreifen, um ganz schön viel Geld zu holen. Oh, Schmack. Feinig. Vader. Nicer, nicer. Yeah, nice, nice. Meine ganzen Helden hier. Vernichtung pur, Hardcore, den Schiss. Der wird hart auf die Fresse gegeben, hart. Aufs Maul. Aufs Maul. Au! Ja. Oh! Bam! So, Leute. Jetzt mal wieder die, mal einen der teuersten und schönsten Angriffstaktiken, die ich hier habe, nämlich Fire MG. Oder MG Fire. Bam, bitteschön. So, das Fire MG ist somit dann auch wieder fertig. Und Leute, wie ich auch schon gesagt habe, oder nicht? Wir haben einen neuen Kumpel, einen neuen Freund, einen neuen Etwas in unserem Team. Bisher gibt es jetzt hier den Bulldozer namens. Rauschmeißer namens Babo Boba Tornado haben wir noch niemanden. Hier kommt noch Alligator namens Arno und der Knochenbrecher namens Karl. Nun haben wir genannten El Bandito. Und ich habe mir Namen für ihn ausgedacht. Und wir nehmen einen davon. Elmer, Banditos oder Michael. Ich konnte mir Michael am besten merken. Deswegen wird er der Banditos Michael heißen. Wie Macklemore. Ja, Leute, wir haben ein neues Mitglied in unserem Land, Meckel. Und Meckel fühlt sich gut.
Es ist so gedacht, Leute. Das Ding. Und das da ist durch dieses Event da, weil ich habe die ganze Zeit diese Dinger hier gesammelt, diese Gießbreiserei-Edelsteine. Und diese haben mir dann diese zwei Sachen erbracht. Die sind aber, nach wie ihr seht, 11 Tagen weg und das ja auch. Ach, egal. Irgendwo steht jetzt schon. Gucken wir auf den Clan. Auf den Clan steht das so. Wir sind Level 28. Jetzt sind noch 2 Level, bis wir den Todesstrahl overpowered haben. Und dann haben wir den ganzen Clan vollbezogen. Alles fertig.